haben wir gehört, dass Konstantin in der Geschichte sich erinnert hat. Erinnert daran, wie die Mama ihn manchmal getröstet hat, wenn ihm etwas wehgetan hat. Daran könnt ihr euch sicher auch erinnern. Wenn ihr ganz sanft über eure Hand pustet, spürt ihr ganz zärtlich den Hauch, den Atem des anderen, der euch trösten will. Es wird wieder gut. Und sowas kann man auch verschenken. Vielleicht nicht den Atem des Trostes, aber gute Worte des Trostes. Wenn ihr kleine Smileys ausschneiden wollt, Smileys mit lachenden Gesichtern oder vielleicht auch ein Smiley, was gerade seine Backen aufpustet und Luft hinauspustet, dann könnt ihr hinten drauf einen Trostwort schreiben und es jemandem schenken, wo ihr genau wisst, der kann es jetzt gut gebrauchen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Geste, die das Miteinander in der Familie oder auch unter Freunden ganz gut stärken kann. Und natürlich könnt ihr auch wieder spielen. Und mit was spielt man gern? Gerade mit Luft und Puste. Mal schauen, was in Omas Magdalena-Tasche ist. Watte. Und, sie hat Bausteine mitgebracht. Oma Magdalena weiß, nicht immer ist die ganze Familie zusammen. Manchmal ist man auch ganz alleine. Man kann auch ganz alleine spielen. Baut euch ein Tor aus den Bausteinen, die ihr zu Hause habt. Nehmt ein bisschen Watte und gestaltet daraus kleine Wattekügelchen. Und schon geht's los mit Torblasen. Toll. Mehr Spaß habt ihr natürlich dabei, wenn alle von der Familie mitmachen. Dann braucht ihr das Tor natürlich nicht. Dazu brauche ich natürlich auch noch jemand, der mit mir spielt. Deswegen zauber ich mich jetzt in den Wirbelwind, denn ich brauche die Christine dazu. Auf die Plätze, fertig, los! Dieses Spiel könnt ihr so oft wiederholen, wie es euch Spaß macht. Auf jeden Fall braucht man dazu ganz schön viel Pusten.